mein Name ist Michael ten Hompel und ich bin der Geschäftsführer und der Institutsleiter dieses Institutes, wo wir uns hier heute befinden. Das ist das Materialflussinstitut und der Logistikinstitut der Fraunhofer Gesellschaft. Und das, was wir tun, das geht schon aus dem Institutsnamen hervor, ist 100% Logistik. Wenn wir über die Zukunft unseres Lagers nachdenken, dann werden wir in Zukunft soziale Netzwerke haben, in denen Menschen und Maschinen interaktiv zusammenarbeiten. Die Maschinen, also Stapler, Fahrzeuge, aber auch Robotersysteme, werden immer autonomer und der Mensch wird immer intensiver mit diesen Maschinen zusammenarbeiten. Aber auch die einfachen Dinge im Lager, eine Regalanzeige, ein intelligenter Behälter, werden mehr und mehr autonom werden. Wir sprechen wirklich von einem Social Network, Warehouse mit sozialen Netzwerken, aber eben auch mit sozial interagierenden Maschinen. Der Mensch wird auch in dem Lager der Zukunft eine große Rolle spielen, nach wie vor. Die Flexibilität des Menschen ist durch Technik im Augenblick zumindest noch nicht zu ersetzen. Und genau darum geht es ja, um Flexibilität. Die Same-Day-Delivery, E-Commerce-Lager, die wir mehr und mehr im Handel vorfinden, die erfordern eben ein hohes Maß an Flexibilität, ein viel höheres Maß an Flexibilität und Individualität. Die Anzahl der Produkte steigt, die Lieferzyklen werden immer kürzer. Und das bringt uns immer weiter weg von dem optimalen Betriebspunkt eines Lager- und Distributionssystems. Und hier denken wir, dass autonome Systeme, das ist ja auch die vierte industrielle Revolution, eine immer größere Rolle spielen werden. Also der Stapler, der sich eben auch in einer Umgebung selber zurechtfindet, der hinter den Menschen herfährt, Schwärme von vielleicht auch kleineren Systemen, nicht? Die Liefergrößen werden immer kleiner, dementsprechend werden wahrscheinlich auch die autonomen Fahrzeuge ein Stück weit kleiner werden im Durchschnitt. Es wird mehr und mehr in Richtung Schwarm gehen, also hohe Anzahl von autonomen Fahrzeugen. Also das, was Sie hinter mir in der Halle sehen, das ist ja ein solcher Schwarm von relativ kleinen Fahrzeugen für Behälter, für Standardbehälter. In diese Richtung wird es gehen. Warum? Ja, weil eben wir Flexibilität abbilden müssen. Und wenn die Fahrzeuge in der Lage sind, ständig sich selbst neu zu organisieren, dann bringt das eben Flexibilität mit sich. Und das ist genau das Ziel. Und die große Frage ist jetzt eben, schaffen wir das mit so hochflexiblen Systemen trotzdem auf 80% der theoretisch erreichbaren Systemleistung zu kommen? Also der Förderleistung, der Materialflussleistung ist hiermit gemeint. Wir rücken mehr und mehr in eine Position, wo die Logistik der bestimmende Faktor wird. Wir haben mal gesagt, die bewegende Instanz der vierten industriellen Revolution ist die Logistik. Und als bewegende Instanz meinen wir sehr wohl bewegend, auch technologiebewegend, vorwärtsbewegend, wie natürlich auch der dingliche Transport, mit dem die Logistik natürlich nach wie vor verbunden ist. Und aus dieser Position heraus entwickelt sich die Logistik mehr und mehr eben auch zu einer Technologiebranche. Wenn ich bei Jungheinrich die Entwicklung leiten würde, dann würde ich mich vor allen Dingen um den wichtigsten Rohstoff kümmern, nämlich um die Software. Wir müssen verstehen, dass Software so ein Rohstoff ist, wie Stahl und Eisen in den vergangenen Jahren war. Und hier wirklich intensiv Entwicklungen vorantreiben. Ich habe mal gesagt, keine App, kein Geschäft. Wenn Sie mich nach der Zukunft des Lagers fragen, aus Sicht eines Systemanbieters, dann werden wir auch in Zukunft ein Regal haben. Weil das ist einfach eine effiziente Form, Dinge zu lagern. Und das heißt, wir werden es auch mit Regalbedienung zu tun haben. Wir werden es mit sehr schneller Regalbedienung zu tun haben. Wir werden es allerdings auch mit Systemen zu tun haben, wo dieser Systembruch vom Lager auf den Materialfluss in anderer Weise wahrscheinlich gelöst werden wird. Also diese Interaktion, die wird wahrscheinlich eben auch so stattfinden, dass zunehmend beide Systemwelten eben aufeinander zugreifen und sich eben auch untereinander organisieren. Also dieser Gesamtsystemgedanke, der ist wirklich wichtig. Es bringt mir kaum etwas, ein einzelnes Element zu autonomisieren. Ich muss das Gesamtsystem betrachten. Nur dann werde ich auch tatsächlich Flexibilität erreichen. Nur dann werde ich die Komplexität beherrschen. Und nur dann werde ich effizient werden. Die Logistik der Zukunft wird das Internet der Dinge sein. Also wirklich intelligente Dinge, Maschinen, die sich selber organisieren. Diese alte Vision,
der sich selbst organisierenden Welt. Das hat sogar ein bisschen was Philosophisches. Der unbewegte Beweger ist meiner Meinung nach tatsächlich der Logistiker in der Zukunft. Das ist mein Bild der Zukunft.